Liebe Zuschauer, herzlich willkommen. Martin Siechert, Mitglied im Deutschen Bundestag, Mitglied im Gesundheitsausschuss des Deutschen Bundestages, das neue Infektionsschutzgesetz. Herr Siechert, willkommen bei Hallo Meinung. Hallo Herr Weber, hallo liebe Zuschauer. Liebe Zuschauer, wir haben uns ein bisschen verspätet. Sie haben noch einen Hammelsprung machen müssen. Das ist ja ein altgedientes Mittel, wird, glaube ich, auch in Landtagen mitgehandhabt. Erklären Sie mal kurz den Zuschauern, was ist denn ein Hammelsprung? Ein Hammelsprung kommt dann zustande, wenn man sich nicht einig ist, wie eine Abstimmung abgelaufen ist, was das Ergebnis einer Abstimmung ist. Und in dem Fall hat jetzt die Union gesagt, nee, es war eine Mehrheit für unseren Antrag da. Der Präsident hat gesagt, nee, es war keine Mehrheit für ihren Antrag da. Und wenn sich dann das Präsidium, also der Präsident und zwei Schriftführer nicht einig sind, dann werden alle Abgeordneten rausgebeten und dann gibt es drei Türen, eine für Ja, eine für Nein und eine für Enthaltung. Und dann müssen alle Abgeordneten von draußen wieder durch die Türen reingehen und dann wird gezählt, wie viele denn jetzt mit Ja, wie viele mit Nein, wie viele mit Enthaltung gestimmt haben. Wenn Sie sagen Präsident, war das der Wolfgang Kubicki in dem Fall? Das war Kubicki in dem Fall, ja. Jawohl. Ja, na gut, was mir jetzt auffällt, wir müssten natürlich hier gendern. Das kann ja nicht bloß beim Hammel bleiben. Hammel ist ja maskulin, wenn man das so hört. Wir brauchen ja feminin und wir brauchen divers. Ist da etwas vorgesehen? Weiß ich nicht, müsste man Herr Kubicki fragen. Der hat zu mir auch schon gesagt, man könnte ihn auch mit Frau Präsidentin anreden. Hat er gesagt? Ja, na gut. Ja, ja. Schauen wir mal, vielleicht kriegt er noch ein Röckchen. Irgendwie kriegen wir das schon hin. Ja, lassen Sie uns zum Thema Infektionsschutzgesetz kommen. Wie ist denn die Abstimmung? Ja, leider gegen die Freiheitsrechte der Bürger und für weitere Verschärfungen. Und es ist sehr bedauerlich. Wir haben jetzt auch heute beispielsweise mit beantragt gehabt, die Impfpflicht bei den Soldaten aufzuheben, weil wir ja aus allen möglichen Bereichen hören, dass weder die Impfpflicht bei Soldaten sinnvoll ist, noch die Impfpflicht, die einrichtungsbezogene. Auch das ist entsprechend abgelehnt worden. Und wir haben jetzt wieder einen Herbst, wo man weiter und einen Winter, wo man weiter die Maßnahmen verschärft und die Freiheitsrechte der Menschen deutlich einschränkt. Das heißt also, wir haben ab 1. Oktober, es bleibt bei der einrichtungsbezogenen Impfpflicht zum einen. Wir haben, dass Soldaten und Männlein und Weiblein geimpft werden sollen. Aber jetzt haben wir ja gewisse Unterschiede, wie wir gehört haben. Wir haben zum Beispiel innerhalb des deutschen, innerdeutschen Flugverkehrs keine Maskenpflicht. Herr Lauterbach hat es so begründet, im Morgenmagazin so begründet, indem er sagte, ja, viele Passagiere haben sich geweigert, eine Maske zu tragen und es wäre zu umständlich, das durchzusetzen. Jetzt haben wir bei der Bundesbahn, bei dem innerdeutschen Verkehr, ICE, IC-Züge, haben wir eine Maskenpflicht. Jetzt erklären Sie doch mal den Zuschauern, haben wir innerhalb des Flugzeugs keine Infektionsgefahr? Denn wir erinnern uns vorm Start, es ist in aller fällt oft jetzt die Umwälzung, die Klimaanlage aus. Wir haben danach, wir sitzen also sehr eng im Flugzeug. Das ist sicherlich im ICE etwas großzügiger. Auch im ICE haben wir Lüftungsanlagen. Wo ist denn da der Unterschied, dass ich im Flugzeug keine Maske tragen muss und bei der Bundesbahn muss ich eine Maske tragen? Wo liegt denn da der Unterschied? Versteht kein Bürger, verstehen die Politiker auch nicht. Gibt es auch keine Evidenzdaten dazu, die das in irgendeiner Weise intendieren würden, dass das sinnvoll ist. Selbst Lauterbach konnte es heute auf mehrfache Nachfrage nicht begründen. Es hat erst ein Kollege von der Union gefragt, dann habe ich gefragt dazu, warum macht man es denn in den Flugzeugen entsprechend die Maske weg und in den Zügen verschärft man sogar auch FFP2-Maske jetzt dann zukünftig in den Fernzügen. Es konnte keine Begründung dafür geliefert werden, weil es faktisch auch keine Begründung dafür gibt, weil es genau ist, wie Sie sagen. Die Menschen sitzen ja im Flugzeug näher zusammen. Dort wird die Luft auch nur umgewälzt. Das heißt, wenn dort jemand irgendwie infiziert ist mit egal was, in Anführungszeichen, verbreitet sich das dort deutlich leichter, auch wie in einem Zug, wo die Menschen doch ein bisschen mehr Abstand voneinander haben und wo die Menschen auch häufig nicht ganz so lange drin sitzen. Also ich meine, es gibt ja nicht nur diese Flüge, ich sage jetzt mal von Hamburg nach Nürnberg, nach München oder so, sondern es gibt ja auch Flüge, keine Ahnung, von Hamburg nach New York oder von Frankfurt beispielsweise nach Taipei, wo sie über 12 Stunden unterwegs sind. Also epidemiologisch macht das alles überhaupt keinen Sinn. Es gibt keine Grundlage dafür und es ist einfach pure, reine Willkür. Dazu kommt sogar noch, es ist sogar noch willkürlicher geworden, weil man im Regionalverkehr jetzt, also in den Regionalbahnen, in den Regionalzügen,
Gilt jetzt je nachdem, was das Bundesland erlässt. Das heißt, wir haben noch nicht mal mehr eine einheitliche Regelung in den Zügen, sondern es macht jetzt in Anführungszeichen den Regionalverkehr dann jedes Bundesland anders. Das heißt, wenn ich beispielsweise zum BER Flughafen in Brandenburg an der Grenze zu Berlin will und ich fahre von Berlin hin, kann es sein, dass Ist ich der offen? Hat künftig der dann von offen, der Berlin aus Flughafen? MEP2-Maske brauche und von Brandenburg aus es gar keine Maskenpflicht im selben Regionalzug gibt. Hat der offen, der Flughafen Berlin? Hat der schon aufgemacht? Ja, da läuft er schon. Der läuft inzwischen schon, ja, das ist ja auch der Running Gag in Anführungszeichen in Deutschland, aber der Flughafen läuft inzwischen. Und man hat auch kommuniziert, dass man halt froh war, in Anführungszeichen, dass er in Corona-Zeiten gestartet ist, weil er so unterdimensioniert ausgelegt ist, dass es schon da riesengroße Probleme und Engpässe gegeben hat. Und wenn er zu normalen Zeiten gestartet hätte, wäre das Chaos wohl völlig unabsehbar gewesen. Also was wir hier erleben, ist wieder ein Bündel und eine Menge an Maßnahmen, die jeglicher wissenschaftlichen Grundlage entbehren. Und er konnte weder uns noch den Kollegen aus der Union, die da auch mehrfach nachgefragt haben, konnte weder Lauterbach noch irgendjemand anders von der Regierung entsprechend klar darlegen, warum man jetzt plötzlich in den Zügen die Maskenpflicht verschafft und im Flugzeug die Maskenpflicht abschafft. Das zeigt einfach nur, wie willkürlich das Ganze ist. Nun erleben wir das in Pflegeeinrichtungen und in also Altenheime, Pflegeeinrichtung, wieder Tests zu machen und die FFP2-Maske zu tragen. Und gerade bei älteren Menschen ist ja die Situation, wir, liebe Zuschauer, wir haben es ja in den Arbeitsschutzmaßnahmen, dass nicht über 45 Minuten diese Maske getragen werden soll, sonst würde sie gesundheitsschädlich wirken. Pflegeheime, Einrichtungen dieser Natur, das sind Menschen, die wieder in ihren Freiheitsrechten total eingeschränkt werden. Wir erleben das, dass Menschen sagen, wir sind verzweifelt in dieser Form. Darüber hinaus, Herr Sichert, das ist die zweite Frage, erleben wir, dass Bedienstete dort sagen, die sind zuhauf, haben sie die Pflegeeinrichtung verlassen. Auch die Krankenhäuser, weil sie sagen, diese einrichtungsbezogene Impfpflicht, die machen wir nicht mit. Nach wie vor sind es Notzulassungen der Impfstoffe. Wir wissen über Nebenwirkungen schwerster Natur. Wir haben von 2,5 Millionen gesprochen, ist sicherlich nur die Spitze des Eisbergs. Da ist überhaupt keine Diskussionsmöglichkeit gegeben. Ja, die Union hat ja inzwischen eingeschränkt. Also, wenn man sich die Redebeiträge heute angeguckt hat, hat man gesehen, dass die Union komplett auch gegen die einrichtungsbezogene Impfpflicht geschossen hat. Die Union übrigens, die diese eingeführt hat, interessanterweise. Das heißt, da scheint ein Umdenken immerhin da zu sein. Alle Experten sagen uns auch, dass diese einrichtungsbezogene Impfpflicht keinen Sinn macht, sondern dass sie eher schädlich ist, weil sie entsprechend dringend benötigte Pflegekräfte und Fachkräfte aus dem Gesundheitswesen raustreibt. Ja, dementsprechend schnellstmöglich aufzuheben ist. Ich hoffe, dass die einrichtungsbezogene Impfpflicht, die ist ja auch zeitlich begrenzt zum 31. Dezember, dass sie zum 31. Dezember dann spätestens ausläuft. Wir haben als AfD auch einen Antrag noch dazu gestellt, zur einrichtungsbezogenen Impfpflicht diese abzuschaffen. Da wird jetzt die öffentliche Anhörung seit Monaten verschleppt und es ist bis heute noch keine Terminierung da für die dazu. Ja, da sieht man auch, wie unangenehm dieses Thema anscheinend auch der Bundesregierung ist, dass sie versucht, mit aller Macht eine öffentliche Diskussion, weitere Diskussion dieses Themas zu verschleppen. Wenn man von unangenehmen Themen spricht, haben wir ja sicherlich ein ganzes Portfolio davon. Also da wissen wir gar nicht, wo wir zuerst anfangen. Aber die eigentliche Krise ist die dadurch nicht hausgemacht, dass wir sagen, die einrichtungsbezogene Impfpflicht, dass viele Pflegekräfte, viel Personal in den Krankenhäusern sagt, ich mache das nicht mehr mit, ich lasse mich hier nicht einer Zwangsimpfung vollziehen. Das, was ich meinem Körper zufüge, tue ich freiwillig und mit Überzeugung. Ist doch eine hausgemachte Krise. Ja, natürlich ist es eine hausgemachte Krise, so wie viele Krisen hausgemacht sind. Ich meine, wir erleben ja, dass man in Deutschland ständig in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer gesagt hat, wir machen den deutschen Sonderweg. Das ist bei der Corona-Politik jetzt so, wo international keiner versteht, warum macht Deutschland jetzt eine Verschärfung, während beispielsweise Frankreich gesagt hat, Corona ist vorbei, viele andere Länder in Europa gesagt haben, Corona ist vorbei. Während uns ja sogar Daten, die uns die Bundesregierung ja jetzt vorenthalten wollte, die jetzt heute früh geleakt worden sind, wo es heißt, 95% der Bevölkerung haben Antikörper gegen Corona und 99% in der Bevölkerung hatten schon entweder Kontakt mit Corona oder haben Antikörper. Das heißt, Corona ist faktisch als relevante Infektionskrankheit erstmal vorbei. Trotzdem macht man diese Maßnahmen. Ich glaube, die Regierung hat einfach auch Angst vor einem in Anführungszeichen heißen Herbst, weil sie ja in vielen anderen Bereichen auch
das Leben der Menschen massiv einschränken und sie versuchen dann auch wieder das Infektionsschutzgesetz herzunehmen, das ja beispielsweise den Bundesländern auch ermöglicht, wieder Personenobergrenzen für Demonstrationen festzulegen, das den Bundesländern ermöglicht, wieder Abstandsregelungen auf Demonstrationen einzuführen und so weiter. Dass man das einfach nimmt, um zu sagen, wenn es dann wirklich hart auf hart kommt und viele tausend Menschen dann auf die Straße gehen, dann wollen wir mit dem Infektionsschutzgesetz eine Pseudo-Begründung haben, zu sagen, naja, wir schränken diese Demonstrationen, die uns nicht genehm sind, wieder deutlich ein, weil wir uns letztlich mit den Menschen nicht auseinandersetzen wollen. Und das ist, glaube ich, der völlig falsche Weg. In einer Demokratie müsste es eigentlich ganz anders laufen, dass man nicht eben ständig diesen deutschen Sonderweg, das Ausland sieht diese Sonderwege übrigens als politischen Extremismus, also in allen möglichen anderen Ländern, wenn man so agieren würde, würden die Leute sagen, ihr seid verrückt oder ihr seid Extremisten. Da ist keiner dabei, der sagt, wir sanktionieren ein lebenswichtiges Gut für unser Land, oder keiner dabei, der sagt, na, wir steigen jetzt aus der Atomkraft aus in den relevanten Ländern. Es ist auch keiner dabei, der sagt, wir setzen jetzt voll auf Wind und Solar, anstatt auf konventionelle Energien und so weiter. Also das sind ja alles deutsche Sonderwege, die immer zu ganz großen Problemen geführt haben. Und das kulminiert jetzt alles zusammen in diesem Herbst und diesem Winter und sorgt dafür, dass es für viele Menschen ein sehr, sehr schwieriges, ja, Leben wird und viele Menschen auch große Zukunftsängste haben. Zu Recht. Interessant. Daten, die heute früh, also praktisch vor der Abstimmung, veröffentlicht wurden. Daten, die aufzeigen, dass 5. Veröffentlicht worden sind sie nicht, sie sind geleakt worden. Also das Okay. haben Tichys Einblick und ein paar Leute, also irgendjemand im Ministerium für Bildung und Forschung muss die an irgendwelche Journalisten rausgegeben haben, sodass bei Tichys Einblick dazu irgendwie was stand heute früh und dass auch auf Twitter so die ersten Daten kamen, was da wohl voraussichtlich drinsteht. Und die sind eindeutig, also wenn man sich diese Daten ansieht zum Immunschutz der Bevölkerung, dann gibt es überhaupt gar keine Grundlage mehr, irgendwelche verschärften Maßnahmen wie beispielsweise eine FFP2-Pflicht in Zügen zu erlassen. Unter dem Vorbehalt der Nachprüfung, Sie hatten ja die Geheimhaltung der Daten als Skandal bezeichnet. Sie haben es noch nicht offiziell. Unter dem Vorbehalt der Nachprüfung bitte nochmal die Zahlen, die Ihnen zur Kenntnis gelangt sind. Also das, was ich mitbekommen habe, ich kann auch nur das rezitieren, was ich jetzt aus Tichys Einblick beispielsweise oder aus Twitter gesehen habe. Aus diesen Daten heißt es, 95% der Bevölkerung haben Antikörper gegen Corona und 99% in der Bevölkerung sind entweder schon mit Corona in Kontakt gekommen oder haben Antikörper. Und bei so hohen Prozentzahlen ist es definitiv so, dass man sagen muss, Corona ist faktisch vorbei. Das ist ja das, was man uns anfangs von Corona auch erzählt hat, dass man gesagt hat, teilweise sogar schon bei 70 oder 80% der Bevölkerung, die Antikörper haben, ist es vorbei. Jetzt haben wir Studien, die sagen, 95% hätten Antikörper, und dann ist es definitiv keine relevante Erkrankung mehr. Und sehen ja auch alle anderen Länder um uns herum so. Macron hat erklärt für Frankreich, Corona ist vorbei. Und die anderen Länder sehen es bis auf China eigentlich alle so. Und es ist für Leute aus dem Ausland auch völlig unverständlich, warum man jetzt plötzlich in Deutschland die Maßnahmen anzieht. Ihre Anmahnung bzw. die Presseveröffentlichung, dass die Zahlen veröffentlicht werden sollen, also letztlich die dann wirklich vom Ministerium kommen und von den entsprechenden Behörden, wann rechnen Sie damit? Die Zahlen jetzt zum Immunschutz oder welche Zahlen? Weil Die wir wissen Zahlen auch, dass beim zu Bund auch dem Zahlen für die eigentlichen die Immunisierung. Corona-Daten, die Corona-Daten über die Immunisierung der Bevölkerung, wann rechnen Sie damit? Die liegen ja vor. Ja, die Bundesregierung hat angekündigt, es soll diese Daten voraussichtlich Ende September geben. Und ich gehe mal davon aus, dass sie sich da voraussichtlich dran halten, dass sie die entweder Ende September oder Anfang Oktober dann entsprechend veröffentlichen. Aber die Abstimmung war halt jetzt und ich empfinde es auch als deutliche Missachtung der Demokratie, dass die Bundesregierung sagt, wir haben hier entsprechende Daten und selbst wenn es nur Zwischenergebnisse sind, und wir geben diese Daten nicht an die Abgeordneten des Deutschen Bundestages vor einer so wichtigen Abstimmung weiter, weil natürlich die Abgeordneten eine möglichst gute und möglichst aktuelle und möglichst breite Datenbasis haben, um ihre Entscheidung vernünftig treffen zu können. Und wenn die Regierung sagt, nee, diese Daten sind uns nicht genehm, die erhalten wir den Abgeordneten vor, dann beschädigt die Regierung damit aktiv die Demokratie. Halten wir fest, die Entscheidung ist getroffen worden ohne wissenschaftliche Hinterlegung der Daten, die wir hier hätten, die offensichtlich vorliegen. Das werden wir überprüfen. Sie sprechen von Demokratie. Sehen Sie ein Land noch als demokratisch an, wo Ihnen vorgeschrieben wird, wie oft Sie sich waschen sollen mit kaltem Wasser, wann das Licht aus- und angemacht werden sollen?
Sehen Sie ein Land als Demokratie, wo wissentlich Menschen, die einem Gewerbe nachgehen, eigentlich ins Unglück gestürzt werden? Sehen Sie als Demokratie, dass wir einen Wirtschaftsminister haben, der Ihnen erzählt, wie eine Insolvenz eben nicht ist, dass man sagt, dann verkaufen Sie nichts mehr und produzieren nichts mehr? Sehen Sie als Demokratie, dass wir Waffen liefern in ein Land, in einen Stellvertreterkrieg der USA? Sehen Sie eine Demokratie, in dem wir gesagt haben, wir haben eine Inflationsrate, eine Entwertung unseres Geldes, wo wir von EZB bestimmt werden, wo wir eine Schuldenunion haben? Sehen Sie als Demokratie, dass wir einen Landwirtschaftsminister Özdemir haben, der über Brüssel kommt und sagt, wie viel Agrarflächen stillgelegt werden sollen? Ich könnte jetzt weiter aufführen, aber sprechen Sie da noch von Demokratie? Also ich habe es heute im Deutschen Bundestag auch ganz klar gesagt. Ich habe gesagt, das, was wir ja erleben in Deutschland, ist politischer Extremismus und der wird von der Regierung und von den Regierungen davor betrieben. Also diese ganze Geschichte, was ich vorhin auch aufgeführt habe, was Sie jetzt auch alles aufgeführt haben, also Atomausstieg, Energiewende in Anführungszeichen, diese ganzen deutschen Sonderwege, die sind ich sag mal, in 90% der Länder der Welt würde das als eine politisch-extremistische Position gelten. Jeder, ich sage jetzt mal, jeder Japaner, jeder Amerikaner würde sagen, sie sind ein politischer Extremist, wenn sie zu dem sagen, ihr sollt beispielsweise in der Migrationspolitik jeder ins Land kommen können, soll in dem Land leben können, wie er möchte, wie er es in seinem Heimatland getan hat. Er wird auf keinen Fall mehr abgeschoben. Er lebt dort auf Steuerzahlerkosten. Und zwar so lange, wie er möchte, würden die Leute sagen, du bist verrückt, wir wollen gesteuerte Zuwanderung und nicht ungesteuerte Zuwanderung. Du bist ein politischer Extremist. Und so politisch extremistisch handelt unsere Regierung. Und sie macht ja alles, um diese extremistischen Positionen weiter aufrechtzuerhalten. Und es wird ja auch jeder, der da oppositionell dagegen vorgeht, und da ist es ja dann auch definitiv keine Demokratie mehr, wird diffamiert, gegen den wird gehetzt, gegen den wird der Verfassungsschutz aufgehetzt, der überhaupt nicht mehr die Verfassung schützt, sondern nur noch die Regierung. Die Oppositionellen werden diffamiert als Rechtsextreme, als Verschwörungstheoretiker, als Leugner von Corona, von irgendwas, was sie faktisch eigentlich gar nicht sind, sondern sie sind einfach nur Menschen, die sich wirklich mit den Themen beschäftigen, die Sachen hinterfragen und die kritisch sind. Und ich finde, der Verfassungsschutz des Landes Niedersachsen hat das im Frühsommer sehr, sehr gut in einer Stellungnahme eigentlich entlarvend dargestellt. Er hat gesagt, jeder, der die Corona-Politik oder die Klimapolitik der Regierung kritisiert, den werden wir beobachten. Und das zeigt eindeutig, dass man überhaupt nicht an einer Demokratie interessiert ist, wo es einen Meinungspluralismus gibt, sondern dass man einfach nur seine eigene Meinung zur Geltung bringen will, dass man die mit aller Macht durchsetzen will und alle Instrumente ergreift, um diese Macht mit aller Macht durchzusetzen. Und diese ganzen deutschen Sonderwege, diese ganze extremistische Politik, die in Deutschland seit mehreren Jahrzehnten jetzt inzwischen auch schon, also die Union hat das Ganze ja auch mit angefangen mit Atomausstieg, mit Energiewende, mit ja, auch der Corona-Politik und so weiter, mit den Freiheitseinschränkungen und auch die ungesteuerte Zuwanderung und so weiter. Diese extremistische Politik, tatsächlich gegen die gehen die Menschen zu Recht auf die Straße, weil sie den Menschen auch massiv schadet. Davon profitieren immer nur ein paar Lobbyisten, die verdienen aber dann in der Regel da gleich mehrere Milliarden dabei. Das darf nicht die Zukunft der Politik sein. Es müssen wieder die Bürger und deren Interessen in den Vordergrund gestellt werden und eben nicht die Interessen von irgendwelchen Lobbyverbänden, die sich in der Politik festgesetzt haben und die dazu geführt haben, dass wir in ganz vielen politischen Positionen inzwischen extremistische Positionen in Deutschland haben. Ja, liebe Zuschauer und Herr Sichert, der Stasi ist moderner geworden, wesentlich moderner. Das ist, ich würde sagen, man sagt jetzt, das sind verdeckte Ermittlungen, aber die sind offensichtlich. Wir erleben ja, Sie haben von Corona gesprochen, wir erleben ja 1,3 Billionen, hat die ganze Entwicklung in Corona gekostet. Wir erleben das Thema Griechenland, Bankenrettung. Wir erleben jetzt das dritte Hilfspaket mit 65 Milliarden. Wer zahlt denn eigentlich die Zeche? Die Zeche zahlt der Bürger, das ist ganz eindeutig. Und zwar zahlt er sie entweder, ich sage jetzt mal, über so Geschichten wie die Gasumlage oder über Steuern, oder er zahlt sie indirekt, indem man einfach neue Schulden macht. Und das ist der große Trend, in Anführungszeichen, die Leute gar nicht so direkt zu belasten, sondern über die Inflation. Dann zahlen es die Leute bei den Preisen von Butter, bei den Preisen von Brot, bei den alltäglichen Preisen. Durch den Verfall des Geldes über die Inflation werden die Bürger alle zur Kasse gebeten. Und ja, es setzt sich dabei ja auch eine Schraube in Gang, also die sehr, sehr fatal ist, weil man natürlich mit diesen ganzen Corona-Maßnahmen eine ohnehin schon angeschlagene und massiv gebeutelte Wirtschaft
in vielen Bereichen dann auch den Todesstoß versetzt. Wenn der Gastronom, der jetzt eh schon höhere Stromrechnungen und Gasrechnungen bezahlen muss, damit er die Leute bekochen und bewirten kann, und sowieso schon Probleme hat, weil durch die Preise, die er dann entsprechend auch höher ausweisen muss, weniger Leute kommen. Wenn dann man denen auch noch sagt, naja, wenn die Leute dann zu dir kommen, dann musst du auch noch kontrollieren, dass die Leute eine Maske tragen oder dass sie entsprechend einen Test haben, oder gegebenenfalls auch einen Impfnachweis und so weiter, wo die Leute dann sagen, nee, dann gehe ich lieber nicht zum Essen, dann muss der ein oder andere Gastronom zumachen. Und das sind die Sachen, die wir auch in der Vergangenheit erlebt haben. Und wir müssen endlich da wieder dahin kommen, dass man sagt, wir brauchen eine vernünftige Politik, wir brauchen eine Politik, die auch den Wohlstand dieses Landes mit im Blick hat. Und es geht einfach nicht, dass man, das ist ja dieses grüne Wunschdenken, was sich leider aber auch in Union, SPD, FDP und Linken eindeutig durchgesetzt hat, nach dem Motto, wir können den Staat ständig schröpfen und wir können uns als Politiker als die größten Wohltäter hinstellen. Sie sind keine Wohltäter, sondern sie verteilen immer nur das Geld der Bürger von der einen Tasche in die andere Tasche. Nichts anderes machen sie. Und damit muss endlich Schluss sein. Wir brauchen wieder eine vernünftige Politik, die die Ursachen angeht und nicht bei den Symptomen immer sagt, na, wir gießen Geld jetzt mit der Gießkanne aus und ihr bezahlt es dann letztlich, wenn ihr das Brot und die Butter einkaufen geht und nicht mehr wisst, wie ihr ab der Mitte des Monats den Rest des Monats noch finanzieren sollt. Das kann es nicht sein. Das ist weder im Sinne der Menschen und das wird auch dem, was im Bundestag beispielsweise draußen dran steht, dem deutschen Volke definitiv nicht gerecht. Die Gastwirte wären froh, wenn die Kundenfrequenz, die Gästefrequenz gleich bleiben würde. Aber viele Menschen sagen: Moment, ich muss mich einschränken bei den Energiekosten. Wenn ich tanke, was nächstes Jahr an Nebenkostenabrechnung kommt, wenn ich Lebensmittel einkaufe. Das heißt also, der Konsum wird jetzt schon eingeschränkt. Ja, liebe Zuschauer, nicht nur am Rand dabei, sondern mittendrin mit Hallo Meinung. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Schön, dass Martin sicher Zeit gefunden hat. Wir sind direkt im Bundestag und wir sind mal gespannt, wann die Geheimhaltung der Corona-Zahlen aufhört. Herr Sicher, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Danke. Wir werden weiter massiv daran arbeiten, dass wir diese Zahlen entsprechend bekommen mit Hochdruck. Und sobald wie es wieder neue Informationen gibt, gebe ich Ihnen gerne Bescheid. Klasse, danke, tschüss. Halt, nicht hier, oh, Tschüss. rechter Arm, das war, ich habe gegrüßt. Also nicht, dass Sie hier irgendwelche Fehldeutungen, liebe Zuschauer, ich habe Herrn Sichert nur zugewunken. Also das muss ich gleich hier, nicht, dass die Staatsanwaltschaft ermittelt und sagt, der Herr, irgendwelche Fehldeutungen des Grußes. Also, tschüss, Herr Sichert. Jo, Tschüss. tschüss. Danke.